Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei Daniels Fahrschule Teil 2, hier bei den absoluten super coolen Rennspiel Gran Turismo Sport. Ja, und es geht hier weiter mit Mission Nummer 9 bis Mission Nummer 16. Ja, also wir haben jetzt hier 8 Missionen nochmal am Start. Wir haben das Ganze schon mal gefahren. Ihr seht ja hier, ich habe 100%, also alles erfüllt auf Gold. Ja, wenn ihr hier hilfreiche Tipps und Tricks braucht, irgendwie Hilfe, dann schaut gerne in meiner Playlist vorbei auf meinem YouTube-Kanal unter Fahrschule. Ja, jetzt kommt hier nochmal eine kleine Wiederholung und wir versuchen unsere Zeit, die wir davor hatten, zu verbessern. Jo, liebe Leute, dann geht's jetzt hier los mit der ersten Mission. Kontrollierte Geschwindigkeit hier in Kurven. Ja, also in jeder Mission geht's darum, Kurvenverhalten mit verschiedenen Fahrzeugen. Wir sind jetzt hier mit diesem VW gefahren und konnten hier bei der ersten Mission unsere Zeit verbessern und haben einen neuen Rekord hier erzielt. Jo, schon mal ganz gut. Machen wir weiter mit Mission Nummer 2. Wir fahren jetzt hier mit einem Audi. Ja, unser letzter Rekord ist da oben. 11883. Den versuchen wir jetzt hier zu verbessern. Und wie es aussieht, sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Jo, liebe Leute, dann haben wir jetzt hier 11862. Also die Zeit haben wir hier verbessert. Konnten auf jeden Fall einiges hier gut machen mit dem Audi hier bei der Fahrschule. Ja, hier nochmal die Wiederholung dann immer nach jeder Mission. Dann machen wir jetzt weiter mit Fahrschulmission Nummer 3. Diesmal fahren wir hier mit einem Mazda. Unser letzter Rekord liegt hier bei 14,348. Diesen Rekord versuchen wir jetzt hier wieder zu knacken und sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Yo, dann haben wir hier eine 14,272. Ja, auf jeden Fall absolut ausreichend diese Zeit, um hier bei dieser Mission Gold zu erreichen. Ja, das sah ja schon mal ganz gut aus, liebe Leute. Dann machen wir jetzt hier nach der Wiederholung gleich weiter mit der nächsten Mission. Ja, und dann starten wir hier los. Mission Nummer 4 von der Fahrschule. Ja, diesmal mit einem Renault. Ja, unsere letzte Zeit hier Rekord 12209. Konnten wir auch hier in diesem Fall verbessern und haben jetzt eine 12193. Ja, auf jeden Fall wieder absolut ausreichend hier für Gold bei dieser Fahrschulmission bei Gran Turismo Sport. Jo, liebe Leute, und dann geht's schon weiter mit Mission Nummer 5. Diesmal fahren wir hier mit einem Ford. Also ihr seht schon, die Fahrzeugauswahl sehr abwechslungsreich hier bei der Fahrschule. Wirklich wärmstens zu empfehlen. Wir haben hier 11266 und konnten verbessern auf 11143. Ja, oben seht ihr immer, welche Zeiten man braucht für Gold, Silber oder Bronze. Ja, ist immer ganz gut zu erkennen. Und ich gehe mal davon aus, dass hier Gold für jeden Spieler zu schaffen ist. Jo, liebe Leute, dann geht's hier weiter mit der nächsten Mission. Diesmal haben wir hier ein Bugatti Mission Nummer 6. Ja, diesmal ein schönes, schnelles Fahrzeug. Wir haben hier 12798 und versuchen jetzt hier die Zeit auch uns zu verbessern. Und jetzt haben wir die 12789. Ja, auch nicht schlecht. Erst 798 und jetzt 789. Ja, auf jeden Fall ausreichend wieder hier für Gold mit diesem super schnellen Supersportwagen, diesen Bugatti hier, liebe Leute. Jo, und dann geht's schon weiter mit Mission Nummer 7.
Wir haben hier in diesem Fall jetzt hier ein Aston Martin. Ja, unser letzter Rekord lag bei 12.202 und die Zeit versuchen wir jetzt hier wieder zu toppen und das ist uns auch gelungen. Wir haben hier die 12.017 hier in dieser Fahrschulversion mit den Aston Martin hier erreicht. Ja, hier nochmal schön die Wiederholung und dann starten wir jetzt hier weiter zur nächste Mission, liebe Leute. Und da geht's los. Mission Nummer 8. Auch die letzte Mission hier von Fahrschule Teil 2. Daniels Fahrschule. Letzter Rekord lag bei 9.193 und wir konnten hier verbessern auf 9.094. Wirklich eine super gute Zeit für diesen Streckenabschnitt hier bei der Fahrschulmission bei Gran Turismo Sport hier mit dem Aston Martin. Ja, liebe Leute, das war Daniels Fahrschule Teil 2. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch hier gerne einen Daumen nach oben, Leute. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann könnt ihr wegen meiner gleich die Glocke aktivieren. Dann seid ihr hier auch immer up to date, wenn neue Updates rauskommen. Und wenn ihr zum Beispiel noch mehr Hilfe braucht bei der Fahrschule, dann wie gesagt, schaut auf meinen YouTube-Kanal in meiner Playlist unter Fahrschule. Ja, da findet ihr noch ganz viele andere Sachen. Update-Informationen, Streckenerfahrung und alles Mögliche. Weil es ist, was es hier nur gibt, rund um Gran Turismo Sport. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche allen Spielern da draußen weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport.